Liebe Lean-Begeisterte und alle, die es noch werden wollen, mein Name ist Alexander Rudisch und ich freue mich als Teil des Programmplanungsteams der LATC 2025, euch heute einen der spannenden Vortragenden der Veranstaltung vorstellen zu dürfen. Ich habe die Freude, mit Roman P. Büchler, dem Geschäftsführer der Foran GmbH, über ein Thema im Kontext der Organisationsentwicklung zu sprechen. Der Titel des Vortrags auf dem LATC wird sein Digital Learning Hub in der Schweizer Berufsbildung von der Vision zur funktionierenden Organisation. Wir haben hier schon einige spannende Stichworte im Titel wie Digital Lernen, Bildung, Vision, Organisation, über die wir ganz, ganz dringend reden sollten. Roman wird den Vortrag zusammen mit André Dindner vom Kanton Zürich halten. Aber jetzt erstmal zu meinem Gast. Herzlich willkommen, Roman Büchler. Guten Morgen, guten Tag, Alexander. Danke für die Einladung und für das spannende Interview. Bevor wir etwas in das spannende Thema einsteigen und was Appetit auf den Vortrag machen wollen, möchte ich aber zuerst mal die Frage aufwerfen: Was sollen die Menschen über dich wissen, die deinen Vortrag besuchen? Ja, das Thema, worüber wir im Vortrag sprechen, ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Ich bin seit 15 Jahren beratend tätig in der Schweizer Berufsbildung. Bei uns nennt man das Sekundarstufe 1, ist zur Primarschule und Grundsekundarschule. Dann kommt Sekundarstufe 2, das sind dann Gymnasien plus Berufsfachschulen, also wo die klassische Berufsbildung 2, 3, 4 Jahre Lehre absolviert werden. Und da gibt es die Tertiärstufe, das sind dann Fachhochschulen, Hochschulen und so weiter. So sieht ganz grob das Bildungssystem in der Schweiz aus. Und ich bin also in der Mittelschicht, bin ich schon lange tätig und habe natürlich auch die Intention, Bildung muss sich wandeln, damit junge Menschen sich in der Wirtschaft, in der Gesellschaft gut etablieren, gut mitreden können. Und in dieser Mittelschicht, da entscheidet sich vieles, auch vom Alter her, wie man sich aufstellt, wie man sich ausprägt. Deshalb ist das für mich eine sehr spannende Schicht und Thematik, wo wir da immer drin sind. Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was so ein bisschen der Schmerz war, der euch da so ein bisschen auf diese Spur geführt hat. Vielleicht müsstest du das noch ein bisschen mehr ausführen. Was war so der Ausgangspunkt? Was war der Schmerz, den ihr da verspürt habt, damit ihr diese Idee dann aufgestellt habt? Ja, es ist ja, ich darf diesen Prozess als Externer begleiten, als Businessgefährte quasi. Und der André Dinter, der ist da mitten in diesem Programm. Es ist ein großes Programm, was der Kanton Zürich da vorhat. Und das übergeordnete Ziel ist, wie schaffen wir digitalen Wandel im Unterricht und dass der alles, was der Digital Learning Hub, das ist eine Komponente, da kommen wir dann noch kurz drauf, was der Kontext ist, dieser Digital Learning Hub. Der hat die Kernaufgabe, Innovation, digitalen Wandel in die Schulzimmer zu bringen, in den Unterricht zu bringen und so ein bisschen Sogwirkung bei den Lehrpersonen zu erzielen, dass die neue Produkte, digitaler Unterricht, oder digitale Teile im Unterricht, dass die anwenden wollen und dass die nachher skaliert werden können in den verschiedenen Schulen und in den verschiedenen Klassen. Kanton Zürich hat ja 39 Schulen in diesem Sekundarstufe 2 Umfeld und der Digital Learning Hub, der erarbeitet Lösungen für alle diese 39 Schulen und will die natürlich gewinnen, dass die an dieser übergeordneten Strategie digitaler Wandel in der Sekundarstufe 2, dass die mitmachen wollen und dass wir da ausreichend Energie reinbringen. Und dieses ganze Konstrukt, was diesen digitalen Wandel an der Sekundarstufe 2 im Kanton Zürich etablieren und weiterentwickeln soll. Dieses ganze Konstrukt, das durften wir gemeinsam mit dem André Dinter und natürlich anderen dann bearbeiten. Wir im Vortrag explizit den Digital Learning Hub aufzeigen. Es gibt eben die 39 Schulen noch als Teilelement in diesem Ökosystem und es gibt ein Digital Service Center, das heißt der IT-Dienstleister, der dann diese digitalen Wandel und digitalen Unterrichtselemente technologisch auch einführen soll. Der DLH, der Digital Learning Hub, ist vor allem pädagogisch, der bringt die pädagogischen Elemente rein. Da entsteht ja dann in der Regel auch das Bedürfnis. Und der Schmerz war, ja, es ging wie überall, es ging einfach zu langsam mit dem digitalen Wandel und deshalb hat man das jetzt quasi als Dachbotschaft über alles geschrieben. Also
Ich habe oft, gerade in Deutschland, so das Gefühl, dass gerade in der Bildung die Digitalisierung so abläuft, dass man einfach ein paar iPads ausgibt, was natürlich zu nichts führt. Was macht ihr da grundsätzlich anders? Was ist da euer Ansatz, damit es wirklich zum digitalen Wandel in der Bildung kommt? Ja, es ist so, dass der Digital Learning Hub die Aufgabe hat, eben nicht nur einfach Geräte zu verteilen und dafür sein Budget einzusetzen, sondern es geht darum, wo gibt es im Unterricht in verschiedenen Fächern, in verschiedenen neu nennen sich jetzt in verschiedenen Reformen, nennt man das handlungskompetenzbasierter Unterricht, was in der Schweiz so eine große Strömung ist, also nicht mehr einfach nur Wissen eintrichtern, sondern angewandtes Wissen zu vermitteln. Und so von Wissenden quasi zu Könnern zu werden in dieser Sekundarstufe 2. Und da macht man konkret anders. Also eines der ersten Elemente, das man etabliert hat, ist ein Innovationsfonds, wo es Geld zur Verfügung gibt vom Kanton und vom Bildungsdepartement für das jeweilige Jahr. Und der Digital Learning Hub, der unterstützt diesen Prozess und da werden dann verschiedene Ideen von Lehrpersonen werden eingebracht, die dann sagen, da könnte man KI für den Unterricht einsetzen oder da könnten wir mit den Messgeräten, den Daten, die wir aus den Messgeräten auslesen, könnten wir viel mehr machen, wenn wir diese oder jene digitalen unterstützenden Geräte auch haben. Das heißt, es ist viel ein breiterer Kontext. Und ob es dann ein iPad braucht, weil das ein richtiges Element oder Komponente ist oder ob es komplett was anderes braucht, ob es eine Brille braucht, was auch immer. Das ist dann immer Teil von diesem Projekt, das rauszufinden und auch zu schauen, welche Elemente braucht es, damit es nachher die Lehrpersonen auch tatsächlich anwenden wollen im Unterricht. Und Ziel vom oder eines der Ziele des Digital Learning Hub aus seinen Prozessen ist, möglichst viele MVPs, also Minimal Viable Products, zu generieren aus unter anderem diesen Innovationsfondsprojekten. Ziel von einem Innovationsprojekt ist immer, dass das MVP an einer Klasse im Minimum von einer Lehrperson aktiv eingesetzt wird, dass da Erfahrungen zurückfließen, dass man das nochmals anpassen kann, bis man dann sagt, okay, jetzt ist es soweit, dass wir skalieren könnten und wie gewinnen wir jetzt weitere Lehrpersonen, um diesen MVP skalieren zu können. So einer der Kernprozesse. Das wird auch beim Innovations Fondsprozess wird auch immer schon im Projekt geprüft, was sind so die Skalierungspotenziale, weil einfach nur MVPs zu generieren und dann hat irgendwie jede Klasse hat seinen MVP, aber wir können das nicht skalieren, das ist dann auch nur die Hälfte des Erfolgs. Das klingt sehr, sehr spannend und beeindruckend. Ihr habt jetzt in eurem Titel noch ein Wort, nämlich Organisation. Magst du noch ein bisschen eingehen, warum ihr denkt, dass diese Maßnahme, dieser Hub, sich auf diese Organisation auswirkt? Ja, also zum einen, dieser Digital Learning Hub, der war anfangs vom Programm, als wir dazu kamen, das war ein weißes Blatt Papier. Also man hat einfach gewusst, das Ding heißt Digital Learning Hub. Man wusste, was ist der Grundauftrag, man wusste, was ist so die Teilstrategie für Pädagogik im Unterricht und daraus dann die richtige Prozesslandkarte, was muss der dann tatsächlich machen, damit er überhaupt seinen Grundauftrag erfüllen kann? Welche Aufgaben ergeben sich daraus? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Und wie organisieren wir das Ganze, dass dann hinten auch ausreichend MVPs rauskommen und dass Wirkung entsteht? Weil schlussendlich muss da aus dem DLH und seiner Arbeit muss Wirkung entstehen. Und von diesem weißen Blatt bis zu einem heute funktionierenden DLH zeigen wir dann auch im Vortrag auf, was waren so die wesentlichen Meilensteine, was hat uns intensiv beschäftigt. Also wir hatten auch André und ich, das werdet ihr dann auf der Bühne auch spüren, wir hatten einige Streitgespräche von, wie wir glauben, wie die Organisation funktionieren kann. Und ja, natürlich, zum einen sprechen wir über die Organisation des DLH selbst und auch, was hat das für eine Ausprägung in zum Beispiel das Digital Service Center. Diese Verbindung von Pädagogik und Technologie, das ist ja immer so eine schwierige Aufgabe auch in der Bildung. Eben nicht einfach iPads auszurollen, sondern was machen die dann mit den iPads und was soll auf den iPads erscheinen? Und diese Zusammenarbeit, wie orchestrieren wir die? Das war dann auch so eine organisatorische Ausprägung, weil wir haben gesagt, und es ist auch Teil des Grundauftrags, Pädagogik muss den digitalen Wandel steuern.
Und Technologie ist ein unterstützendes Element. Und deshalb hat alles, was der DLH macht, hat auch Auswirkungen in die Schulen, teils Schulorganisationsprojekte, die sich dann vielleicht auch daraus ergeben. Im Moment, im aktuellen Stand, noch recht weit gegriffen, weil es geht jetzt primär mal darum, Lösungen, pädagogisch sinnvolle Lösungen anzubieten. Das war so die erste Priorität. Aber dieses Organisationselement war auch immer das Thema, wann sprechen wir denn über Organisation? Ja, am Schluss, oder? Wir müssen zuerst wissen, wie erfüllen wir die Grundaufträge, was brauchen wir für Aufgaben zu erfüllen, wie passen wir das in Prozesse rein und erst dann beantworten wir, welche Organisationsstruktur wir brauchen. Es gibt ein paar spannende Bilder und Grafiken, die dann der andere auch aufzeigen kann, auch von den verschiedenen Phasen, wie die Organisation entstanden ist und welche Wirkung das hat. Ja, also klingt spannend, weil ich jetzt auch so ein bisschen spüre, dass diese Digitalisierung und alles, was da dran hängt, ihr dann gemerkt habt, dass es dann Auswirkungen hat auf die Organisation und ihr euch da gleich mit Gedanken gemacht habt. Das klingt sehr, sehr spannend. Ja, oder wir haben von Anfang an den Gesamtkontext gesehen. Wir haben von Anfang an von einem Ökosystem gesprochen, weil wir wussten, es funktioniert nur, wenn wir die drei Kreise Digital Learning Hub, Digital Service Center und Schulen teils übereinander legen. Und dass die Energie in diesem System entsteht, vor allem im Zentrum, wo dann alle miteinander überschneidend sind und miteinander Lösungen erarbeiten können, an den Nahtstellen. Das war dann auch unsere Aufgabe als Externe, vor allem auf die Nahtstellen zu schauen. Und wenn der Digital Learning Hub dann mal konzipiert ist, dann sollte er ja in sich selber funktionieren können mit Teamleads, mit Geschäftsleitung, wie auch immer man die verschiedenen Elemente dann nennt. Und er soll aber mit dem Digital Service Center nahtlos zusammenarbeiten können und natürlich mit den Schulen. Und da gibt es überall organisatorische Elemente, die jetzt über dieses Programm in diesen verschiedenen Teilbereichen seine Auswirkungen haben. Bis zu, wie supporten wir denn das jetzt an den Schulen? Welche Kompetenzen brauchen wir jetzt neu an den Schulen, um sicherzustellen, dass die Lehrpersonen digitalen Wandel verstehen und dass sie dann die Lösungen auch anbieten, einsetzen wollen? Und das braucht immer auch begleitend Kommunikation und begleitete Unterstützung. Und all das muss immer gedacht werden, wenn wir einen neuen MVP aus dem DLH loslassen. Klingt nach einer sehr, sehr großen Aufgabe. Wer soll von diesem Biosystem erfahren oder anders formuliert, wer sollte sich unbedingt deinen Vortrag anhören? Bildung hat ja gesellschaftlich sehr viele Zielgruppen. Zum einen diejenigen, die mitten in der Bildung sind, die nehmen vielleicht das eine oder andere mit, ist jetzt vielleicht nicht gerade die Zielgruppe, die an den LATC kommt. Aber Studierende könnten davon profitieren, weil sie sagen, okay, da haben wir was gesehen, wir könnten uns jetzt auch mal mit unseren Bedürfnissen einbringen. Dann natürlich Personen, die in der Bildung tätig sind, die auch digitalen Wandel in der Bildung als relevant erachten. Und Entscheidungsträger, die da Impulse für sich mitnehmen sollen und sagen, wie könnte man das auch machen? Weil es ist so, wie es der Kanton Zürich angeht, wie ich die Schweizer Bildungslandschaft kenne, so geht es bisher niemand gesamtheitlich an. Und deshalb war es uns auch ein Anliegen, und ich habe da mit dem André Dinter mehrere Gespräche geführt, bis er dann gesagt hat, okay, da bin ich dabei und ich erzähle gerne darüber, weil ich glaube, es braucht mehr solche Bewegungen, damit die Bildung vorwärts kommt. Das Gut. war unsere Intention, dass wir auf dieser Bühne auch zu zweit auftreten, weil wenn ich als Berater das einfach erzähle, dann hat das nicht dieselbe Wirkung wie der André Dinter, der so die ganzen Gefühlslagen alle mitgemacht hat in allen Diskussionen. Und es hat ganz viele Elemente, die jetzt für das Interview zeitlich natürlich nicht reichen, aber wir wollen ja auch nicht ein Management-Summary des gesamten Vortrags heute machen, Genau. wo wir auch aufzeigen können, wo sind denn die Herausforderungen, insbesondere wenn man in der Bildung so etwas mit Lehrpersonen zusammen ausgestaltet. Gut, dann wünsche ich euch viele Zuhörer, die das dann mitnehmen und vielleicht seid ihr ja dann tatsächlich die Vorbilder für viele, viele weitere solche Projekte. Vielen, vielen Dank, Roman, für dieses sehr, sehr inspirierende Gespräch. Sehr gerne, Alexander. Danke dir.
Liebe Lean-Begeisterer, dieser und viele weiteren spannenden Beiträge könnt ihr am 13. 14. März 2025 im sicherlich verrücktesten Lean-Event des deutschsprachigen Raums in Mannheim miterleben. Die wenigen Restkarten, die möglicherweise noch zu haben sind, kann man über die Homepage der Leanbase beziehen. Ich freue mich, möglichst viele von euch in Mannheim begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund. Bis dann.